hätten wir sage und schreibe 7.000 Euro löhnen müssen. Die haben wir aufgedoppelt um so knappe 8 cm. Hat folgenden Hintergrund. Größtes Update eigentlich so jetzt für euch, was ihr gar nicht kennt, ist diese neue Wand. Wie gesagt, also Handwerker sind ein Ding, aber ihr müsst natürlich auch selber ein bisschen mitdenken. Also ihr könnt nicht immer alles sagen, hier mach, mach, mach. Und ich sehe gerade der Elektriker. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flipper. Heute lang ersehnt für mich auch, weil ich war jetzt unterwegs aus der Wohnung hier. Es ist ein bisschen was passiert, einiges sogar. Und ich möchte gar nicht so lange rumquatschen. Wir fangen einfach mal an. Den Raum hier, den kennt ihr ja mittlerweile. Es ist ja unser Wohnzimmer. Hier ist die Küche, den Durchbruch. Mittlerweile auch altbekannt. Der wurde jetzt nochmal ein bisschen verschönert an den Enden, oben nochmal die Kanten reingepackt für den Stahlträger dann. Hinter uns wurde bereits schon angefangen zu verspachteln. Also die Wand, die wurde jetzt einmal verspachtelt, da wird insgesamt mit zweimal verspachtelt. Und genau, ihr könnt es sehen hier, es sind ein paar Sachen, die sind jetzt am Trocknen, also ist ganz cool. Hier die Wand, das ist vielleicht auch ein ganz cooles Beispiel. Da siehst du schon, da wurde ausgeglichen. So eine Betonwand ist natürlich auch von den 80er Jahren, die ist jetzt auch nicht perfekt. Da wird nochmal drüber gegangen. Hier ist unsere alte Tür in die Küche rein. Da muss ich nachher auch nochmal ausmessen. Hier bauen wir unser Industrieelement rein. Die Decke wurde abgehangen mittlerweile. Das ist auch gut, weil mein Elektriker muss jetzt dann die Elektroschienen setzen hier. Ihr kennt das Video. Ich habe dazu ein Video abgedreht über die Elektroplanung. Da wird hier ein Streifen reingesetzt. Der geht dann hier um die Ecke, kommt hier an der Wand runter. Und genau, das erste Mal, ich denke, ist noch ein cooles Highlight. Wir können noch mal schnell in die Küche. Ja gut, hier ist jetzt nicht viel passiert. Was passiert ist, der Elektriker hat mittlerweile die ganzen Dosen versetzt. Die zum Beispiel hat gar nicht existiert. Die war natürlich hier. Hier macht die absolut keinen Sinn, weil man jetzt hier in die Küche reingeht. Genau, also Elektro ist verzogen. Ihr könnt jetzt das mal filmen. Man sieht auch hier, das ist zum Beispiel unser Antennenanschluss, der wurde aus dem Schlafzimmer hier rausgelegt, weil hier de facto gar keiner war. Ich weiß nicht, also man schaut im Fernsehen, man hat ja jetzt mittlerweile auch WLAN und Netflix und Smart TVs und so weiter. Aber wenn man schon einen Anschluss hat, dann würde ich den jetzt nicht blind machen, sondern den lassen wir hier. Warte mal, ich mach kurz. Oh. Also Badezimmer, kannst du mal reinschauen. Hier werden Spots gemacht. Ja, oben die Decke ist schon abgehangen, Fliesen und so weiter ist noch nicht am Start, aber das macht nichts. Diese Wand hier, die haben wir aufgedoppelt um so knappe 8 cm, hat folgenden Hintergrund. Wir brauchen hier ja eine 60er Tiefe für die normale Waschmaschine und da war man einfach viel zu knapp, damit der Einbauschrank dann einfach ein bisschen Platz hat und hier nicht. Am Ende machen wir hier einen Einbauschrank, wo eine Waschmaschine verschwinden soll und die Standardwaschmaschine passt gar nicht rein, also da müssen wir schon immer ein bisschen mitdenken dann, wie es fertig dann aussieht und überhaupt, ob es praktisch ist. Steckdosen wurden von hier nach drinnen versetzt. Hier haben wir mittlerweile zwei neue Dosen, einfach um die Waschmaschine dann natürlich auch hier anzustecken. Ein neuer Sicherungskasten ist da. Kannst du auch mal kurz filmen schon. Hier wurden komplette Kabel auch verzogen, um einfach neuere Sicherungen. Wir haben jetzt zum Beispiel den Herd, die Waschmaschine und so weiter, die haben alle extra Sicherungen. Hat man früher nicht gehabt, hat man mittlerweile und wenn man eh schon dabei ist, dann macht man das natürlich neu. Genau, ansonsten Badezimmer. Ja, wir können mal reinhüpfen, aber hier ist jetzt noch nicht ganz so viel passiert. Also Decke ist auch unten. Ja, da muss jetzt noch was passieren. Ich weiß jetzt nicht. Sanitär hängt noch ein bisschen auf jeden Fall. Wird jetzt aber dann auch gelöst, hoffe ich. Ihr könnt hier auch sehen, neue Dosen, neue Stecker in der Wand. Also die hat es so alle nicht gegeben. Und ja, sehr cool. Ist einiges passiert. Es dauert doch schon ein bisschen länger als gedacht. Aber wie gesagt, das ist ja auch mein Lieblingsspruch. Meistens ist es so.
Schlafzimmer. Halt jetzt ein bisschen, wurde auch schon komplett einmal verspachtelt hier, sieht sehr gut aus. Also hat natürlich definitiv mehr Charme als jetzt irgendwie diese hässlichen Tapeten da von früher. Hier wurde auch ein Kabel noch verlegt, das ist auch eine Antenne, die geht eigentlich ins Büro rüber. Ja, also ihr seht, es ist ein bisschen was passiert. Der Elektriker hat gute Arbeit geleistet. Größtes Update eigentlich so jetzt für euch, was ihr gar nicht kennt, ist diese neue Wand. Habe ich auch oft angekündigt, dass hier eine Wand reinkommt. Wir haben hier zwei Oberlichter. Mittlerweile hätte ich es eigentlich sogar lieber, dass man hier aufmacht und dann ein komplettes Oberlicht reinzieht. Aber müssen wir mal gucken, ob das noch so umsetzbar ist. Hier ist eine Dose Elektro von drüben. Weil de facto haben wir hier jetzt eigentlich gar kein Licht. Und da wird so eine Strahle hinkommen. So ein moderner. Und ja, also ist schon geil. Es geht einiges. Dieser neue Raum, der war ja eigentlich ein Durchgangszimmer. Und ich sehe gerade, der Elektriker hat was vergessen. Alter, es ist doch nicht zu... Wir haben es viermal besprochen. Also, eigentlich sollten hier neue Dosen sein. Okay, wir machen erstmal weiter. Ich muss danach nochmal einen Anruf machen. Ja, ihr seht jetzt zum Beispiel, die Wand wurde ein bisschen bearbeitet, wahrscheinlich mit dem Hammer. Ich denke, die hauen hier einfach rein. Ich habe es jetzt nicht gesehen, dass einfach dieser ganze Putz bzw. diese Spachtel hier, dass die einfach besser hält. Hat man früher schon gemacht, macht man jetzt immer noch so. Also hier wird natürlich nochmal alles verspachtelt, verputzt, hier kommt eine neue Tür rein. Es nimmt langsam Form an. Hier auch schon alles verspachtelt, sehr gut. Boden ist glatt, vorbereitet, hier wurde nochmal alles abgefräst. Hier war ja dieser ekelhafte Laminat drin, Vinylboden. Der war recht hartnäckig, da mussten sie extra mit einer Maschine anrücken. Also es ist jetzt auf jeden Fall deutlich aufgeräumter, klarer, cleaner. Irgendwie die Steckdosen haben alle ihren Platz. Also es macht einfach Sinn. Ich verstehe es ehrlich gesagt noch nicht ganz, was der Elektriker jetzt hier fabriziert hat. Die Dose muss doch hier sein. Oh Mann, ey. Es könnte so einfach sein. Genau, eine Sache noch, weil ich habe schon viele Kommentare bekommen und Nachrichten auch, wo wir hier das Loft-Element bestellen oder wie wir es machen. Ich bin da mal auf so eine recht bekannte Seite. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, aber wenn ihr googelt Lofttüren, dann ist es so eine der ersten oder zweiten, die da auftaucht. Für dieses Element, ja, hier eine Tür. Hier fest verglast, oben nochmal ein bisschen fest verglast, hätten wir sage und schreibe 7000 Euro löhnen müssen. Ich meine, es läuft zwar gut, aber so gut läuft es auch noch nicht und es macht ja überhaupt keinen Sinn, hier 7000 Euro auszugeben. Was wir jetzt machen, wir besorgen die Tür und der Schreiner meines Vertrauens, also eigentlich der Chef von meinem Bruder, der wird uns hier aus Holz, natürlich auch schwarz lackierte Lamellen und so weiter, also es wird denselben Look haben, aber einfach aus Holz, nicht mehr aus Stahl. Der wird hier uns was reinbasteln, maßgeschneidert, kostet nicht mal ansatzweise so viel. Im gleichen Zug wird er uns hier einen Einbauschrank reinzimmern. Natürlich werdet ihr das Ergebnis sehen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Wird wahrscheinlich nicht komplett weiß, aber so ein bisschen Elfenbein wäre auch zu gelb, aber so ein kleines, eine kleine Nuance, einfach gelber anstatt weiß. Ich weiß jetzt nicht den Fachbegriff. Weißt du, was ich meine? Eierschalenweiß. Und Folgendes wird passieren. Wir haben ja jetzt hier aufgedoppelt. Jetzt muss natürlich der Einbauschrank hier rüber gehen und der muss natürlich dann hier ein Stück wieder reinspringen. Das heißt, wir werden den hier bis hierhin auf der gleichen Flucht haben und dann wird der einfach ein Stück reinspringen, dass wir hier wieder auf die ursprüngliche Wand fahren können. Das sind lauter so Sachen. Natürlich muss das theoretisch der Schreiner vor Ort abklären, aber wir kennen uns ein bisschen aus in der Materie. Mein Vater ist ja da auch relativ begabt mit Schreinerarbeiten und da kann man natürlich auch, wie gesagt, also Handwerker sind ein Ding, aber ihr müsst natürlich auch selber ein bisschen mitdenken. Also ihr könnt nicht immer alles sagen, hier mach.
So leicht geht es dann doch nicht, beziehungsweise dann entstehen halt auch Fehler, die dann im Endeffekt mehr Zeit und mehr Geld kosten, im Nachhinein die wieder zu beheben. Ja, krass. Also in 2 Wochen, hoffe ich, ist hier auf jeden Fall ein bisschen mehr passiert. Dann legt vielleicht schon der Boden oder nicht. Müssen wir mal gucken. Bäder, hoffe ich, dass da jetzt bald was passiert. Wir bewegen uns jetzt auch wieder auf Weihnachten zu mit Urlaubszeiten und so weiter. Ja, mal gucken. Ich bin happy. Der Markt hat sich gedreht. Sau interessante Phase gerade. Werde ich auf jeden Fall noch einige Videos dazu machen. Und ja, an dieser Stelle Dankeschön fürs Einschalten. Lasst mal wissen, was ihr vielleicht noch irgendwie, was euch aufgefallen ist, wo ihr sagt, cool, was ihr nicht so gut findet, was man vielleicht noch machen könnte. Und genau. Herzlichen Dank fürs Einschalten. Abo nicht vergessen, Instagram folgen und so weiter. Ihr wisst Bescheid, wie es funktioniert.